Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar, du kannst es hier schon lesen, die Bastelstunde, ein neues Format von mir. Und zwar werde ich hier immer mal irgendwas basteln, nicht irgendwas Professionelles. Das will ich gleich mal von Anfang an hier sagen. Ich habe mir hier ein Ziel gesetzt und zwar, wie steht es schon hier, womit kann ich das machen, wie geht es am leichtesten, was soll es können? Das ist für mich also im Grunde genommen die Geschichte, worum es hier gehen soll. Also irgendwas kaufen und professionell zusammenbauen, wie auch immer, das will ich nicht. Mir geht es darum, dass man aus einfachen Mitteln was zusammen bastelt und wo die Funktion nachher stimmt. Und Sachen, die ich auch natürlich verwenden möchte. Ich werde in dieser Folge gar nicht so viel erzählen. Ihr seht schon, hier sind überall die Texteinblendungen drin. Nur an den wichtigen Stellen werde ich mal einblenden und dann mal ganz kurz vielleicht ein, zwei Sachen dazu verlieren. Ja, im Grunde kann ich gar nicht ruhig sein, habe ich das Gefühl. Hier setze ich jetzt die LEDs ein, die später mir anzeigen, ob die Testschleife oder die Testrunde, die ich ja vor der Bahn in der Platte habe, die ich einsetzen kann, auf analog schalten kann oder auf digital schalten kann. Die meisten von euch werden das sowieso selber besitzen oder haben. Darum geht es mir nicht. Die werden es vielleicht sogar tausendmal besser machen als ich. Gut möglich. Ist mir aber auch relativ egal, weil hier geht es mir darum, wie ich gerade gesagt habe, ich bastel hier was zusammen und stelle das hier vor, wie ich es gelöst oder gemacht habe mit einfachsten Mitteln. Vielleicht kann der eine oder andere sich einen Tipp davon rausnehmen oder auch nicht. Das ist jedem selber überlassen. Hier habe ich die LEDs eingesetzt, die Vorwiderstände eingelegt und das Ganze mir dann anzeigen zu lassen. Generell, wo ist der Strom? Liegt der auf der Testschleife an? Ist er analog? Ist er digital? Ich habe mich entschieden, dass wenn ich analog fahre, die Anzeige rot sein soll und wenn ich digital fahre, also meine digitalen Loks verwende, grün sein soll. Dann habe ich alles reingeklebt mit Heißkleber, den Deckel zugemacht, passt noch alles super rein, Stecker hinten drauf, also hier haben wir einmal die Spannungsversorgung und einmal den Ausgang zur Teststeife. Dann hatte ich die Idee, ich denke Menschenskinder, ich brauche ja auch noch Stromversorgung für meine eigentliche Platte. Die Platte möchte ich übrigens nicht umschaltbar haben, die soll immer auf digital fahren. Das liegt einfach daran, dass es ja doch einige Meter an Schienen da drauf liegen und das schaffen die Decoder nicht. Also die glühen mir weg, wenn ich da irgendwie eine Bahn fahre auf der langen Strecke. Ich habe es mal probiert, da wurde so viel Strom gezogen, das hat überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich das gelassen. Also ich werde die eigentliche Bahn, die Steampunk oben, die wird fahren rein digital und die Testschleife unten, die wird auch, vielleicht mache ich auch ein analoges Gleis nach oben mit rein. Ich weiß es noch nicht, ob ich da noch was dazu bauen werde, so einen kleinen Hin- und Herfahrer irgendwo, was weiß ich, so ein Schienenbus oder irgendwas noch mit einsetze. Hier habe ich jetzt den Digital-Decoder mit verlötet, den habe ich reingesetzt. Beziehungsweise nicht verlötet, das habe ich schon weiter vorne gemacht. Hier habe ich jetzt reingelegt mit und hier oben ist jetzt sozusagen zu sehen, dass die drei LEDs, die so wie ein kleiner Pfeil stehen, die zeigen zur Anlage hoch. Das ist die Umschaltung nach oben, wie wir jetzt gerade sehen. Hier läuft sozusagen jetzt der Strom nach oben in die Anlage rein. Und wenn die LED, die unten drunter dann zu sehen ist, das sehen wir aber gleich jetzt noch im Video, dann ist praktisch die Testschleife. So wie wir es jetzt sehen. Jetzt haben wir alles beides grün unten zu leuchten. Eine LED links, eine LED rechts. Das heißt, die Lok, die fährt jetzt digital. Also mit meiner Lokmaus alles immer gesteuert hier links. Dann nehme ich jetzt die Lok entsprechend runter und setze hier von Rokuhan so einen kleinen Shorty auf. Das ist ja eine reine Analoggeschichte. Wird wahrscheinlich auch einer, ich habe zwei Stück davon, digitalisiert werden. Das hat auch einen anderen Grund. Das komme ich auch mal später in einem anderen Video noch drauf zu sprechen. Das wird wahrscheinlich eine Reinigungslok werden, die Reinigungswaggons dann über die Anlage schleppen kann, dass es nicht immer irgendeiner meiner anderen Loks machen muss. Ja, hier, der fährt rein analog. Jetzt habe ich umgeschaltet. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht in dem Kasten hier oben drüber. Ich bin jetzt hier übrigens auf die 98 gegangen. Das ist ja die Adresse, die ich mir gesetzt habe für diese kleine Lok. Jetzt sehen wir, es ist rot und er fährt analog. So,
Das ist eigentlich im Grunde genommen die Geschichte, die ich haben wollte, weil ich habe immer dieses Problem gehabt, ja, die Anlage, die ist jetzt auf digital, jetzt habe ich mir einen Schienenbus gekauft, jetzt ist der aber noch analog, läuft denn das Ding und wie auch immer. Deswegen habe ich das gesetzt, dass man das hier mit umschalten kann. Jetzt habe ich auf die Anlage hochgeschaltet, jetzt gehen sozusagen die drei LEDs wie so eine Art Pfeil nach oben und dann ist die Anlage umgeschaltet nach oben und die beiden rechten LEDs sind ausgegangen, weil hier unten ist ja jetzt kein Strom mehr drauf. Das heißt weder analog noch digital. Und jetzt setze ich hier die Lok auf meine Wartungsschleife drauf. Da hatte ich ja auch schon mal was dazu gebracht. Ja, das Aufgleisen habe ich euch gerade erspart. In der Kurve eine Lok aufgleisen. Ich glaube, hier vorne liegt auch ein Radpaar schon nicht richtig auf. Ist ein Krampf. Also ja, okay. Aber ist egal, man sieht erstmal, es funktioniert. Das läuft und die Steuerung funktioniert einwandfrei. Jetzt kommen praktisch noch ein paar Szenen, wo ich alles Mögliche durchteste. Jetzt schalte ich dann wieder nach unten. Ich muss natürlich immer, Obacht, ich muss immer zwei Schalter auf einmal betätigen. Ja, ich habe jetzt hier keine Doppelschalter drinne. Ich werde später mal irgendwas noch aufsetzen, dass ich immer zwangsläufig zwei Schalter auf einmal bedienen muss, sozusagen. Jetzt will ich bloß noch mal kurz zeigen, dass man die Anlage, dass es nicht bloß vorne irgendwie ein Trick war mit der Wendeschleife, mit diesem Wartungsschleifendingens, sondern dass es auch genauer auf der Anlage hinten ganz normal funktioniert. Deswegen halte ich auch mal diesen Lokmaus hier vorne mit rein, dass man also mit einfachsten Mitteln, mit so einem normalen Schalter, den man für die Konsole vorne verwendet, da habe ich noch ein paar da, vielleicht werde ich die sogar später dafür verwenden dafür, ja, sich sowas einfach bauen kann, ohne irgendwie was Teures kaufen zu müssen oder irgendwas anderes zu machen. Natürlich, wenn man diesen Schalter einzeln kauft, da kostet auch richtig Geld, ne? Es geht immer daran, was habe ich da, was kann ich verwenden. Ich habe auch schon gesehen, manche haben da so eine Doppelschalter sich gekauft bei Konrad oder irgend sowas in der Art. Und ja, auf jeden Fall funktioniert es. Ja, das war es im Grunde genommen schon, was ich dir zeigen wollte, was ich jetzt hier so mal gebastelt habe. Ich habe übrigens eine Website jetzt dazu erstellt, das ist die aquapainter.de. Da kannst du gerne mal drauf kommen. Ich weiß nicht, ob ich hier die Bewertungen und die Kommentare sperren werde oder wie ich es machen werde. Ich kann es dir noch nicht sagen, weil ja, mir ist aufgefallen, dass so bei habe ich früher schon mal gesagt, Bastelvideos, da kommen immer so böse Kommentare von jemandem, der es anders machen würde und bla bla bla. Kritik ist immer gut, aber es soll immer im normalen Rahmen bleiben. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das hier sperre. Während die Kommentarfunktion auf der Webseite ist natürlich immer offen. Ist da bin ich Administrator von. Aber hier kann ich es dir noch nicht sagen, wie ich es machen werde. Aber ich hoffe, ich habe dir ein kleines nettes Video zeigen können, wie ich das hier so gestalte, wie ich das mache, was ich mal so zwischendurch gebastelt habe. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bist du noch kein Abonnent von mir? Wäre schön, wenn wir uns öfters sehen würden. Und dann sage ich, mach schön gut, bis zum nächsten Mal. Dein Aquapainter aka Uli. Tschüssi!